Das ist auch schon wieder ein Dungeon, 8 bis 10. Wir sind natürlich jetzt genau in die falsche Richtung gelatscht. Woher soll man denn auch wissen, dass Protect the Guardian für Level 10 bis 12 ist? Kommt man doch bestimmt irgendwo wieder rüber. Pagode. Platzboden. Gepanzerte Kriegsbestie. Nettes Aussehen auf jeden Fall. Mir gefällt auch dieser Comic-Stil. Und da ist unser Pet zurück. Können wir doch bestimmt so irgendwie besiegen. Sag ich. Zack. Wie viel XP brauchen wir denn so? Oh, 19.000 schon für Level 8. Und pro Gegner bekommen wir. Oh, so. 18 XP. Ach, den kann man gar nicht damit treffen. Einen wurzelnden Pfeil. Der hat auch schon wieder halben Saftladen dabei. Warts. Weg ist er. Ja, neun Bogen. Ist aber nicht besser. Ich wäre mal wieder für einen Bogen. Der bockt schon. You have completed a quest. Ja, die Quest haben wir fertig. Aber wir müssen noch ein bisschen leveln. Deshalb gehen wir hier noch mal ein bisschen in der Gegend rum und vielleicht gibt es ja hier noch mal einen niedrigeren Dungeon. Map an sich ist auch gut. Ist zumindest etwas größer als die Minimap. Ja, der Eisschaden bringt's auch. Und eine Teleportrolle bekommen. Da etwa mal wieder mit der Schroti reinhalten. Bart so warm. La 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 la. Man kann da schnell die Waffen wechseln. Oh la 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 la. Da ist hier noch irgendwas. Außer tausende Gegner, die uns töten wollen. Oh mein Gott. Der Schrotflinte geht alles besser. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Also das kann man hier wirklich nur sagen. Haben wir wieder einen neuen Bogen bekommen? Nö, doch. Aber der kann auch nicht viel. Das kann unserer. 20 Knockback, okay. Aber wir sind Level Up.
Nochmal schön ein bisschen Dextry da drauf und Fokus. Skills gucken. Skillen wir nochmal auf Rune Ward. Oh, nett. Auf jeden Fall ein Salto zurück. Kann man immer mal gebrauchen. So, jetzt nochmal der Test, ob man wirklich an Gegnern vorbeischießen kann, sodass man die dahinter treffen kann. Ja, kann man auf jeden Fall. Voll verwirrend, wenn das so über so. Na komm. Autsch. Sag mal, hat der Eisschaden eine bestimmte Proc-Chance, oder? Nö. Hier hinten in der Ecke ist nichts mehr. Aber wir können ja hier noch weitergehen. Kommt man hier zu dem Dungeon? Ah, hier ist auch eine Quest für das Dungeon, denke ich mal. Let me show you what fell off the back of the wagon. Yep, sag ich ja. Der Geist öffnet uns jetzt hier die Tür. Oder auch nicht. Na? Wie sollen wir denn jetzt reinkommen? Oh. Nein, ich will nicht mit dir labern. Stimmt. Und wieder ordentlich Ruf bekommen. Beziehungsweise Fame. Voll Fame und so. Trap. Let me show you what fell off the back of the wagon. Ah. Den Geist muss noch mal befreien. Ach, die Skelette können da runterspringen, ja genau. So, fehlt uns noch ein Stein oder ist es offen? Ah, ist es offen. Gut, dann können wir jetzt ja hier rein. Wir haben noch einen Skillpunkt übrig. Nochmal auf Range. Oh. Ah, wieder mal eine verzauberte Kiste. Ist wieder so ein halber Getränkeladen drin. Okay,
geh weg, du scheiß Skelett. Hat aber schon ziemlich hohen Kollateralschaden, die Schrotflinte hier. Also den Ohren geht's hier schon richtig an den Kragen. Hier weiter. Oh, Geister! Oh Gott! Schon wieder Geist. Dann schlüpfen wir mal einen Healpot. Und kämpfen weiter mit dem Bogen. Oh mein Gott, ist das Inventar schon wieder voll. Also, weg damit, weg damit, weg da. Das ist Schrott. Oh, die ist besser. Das ist auch besser. Dann kann das weg, 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 weg. Switchen wir mal hier wieder den Bogen zu den Pistols. Dann kann das weg, das weg, das weg, das weg. Moment, was kann die Schrotflinte? Nichts gut. Los und lauf los. Lauf, Forest, lauf. Natürlich, geblockt, geblockt. 91 Gold hat er. Alter Schwein. Wir haben jetzt schon 4732 Gold. Und Rapid Fire, ja, passt. Hässliche kleine Schleimviecher. Oh, eine Minispinne, wie süß. Da geht's zum zweiten Level. Hässlich. Wie jetzt? Die Kiste greift mich an. Was ist da los? Gib deinen Inhalt her, du Mistviech. Auf jeden Fall witzig gemacht, muss ich schon sagen. Mein Pet ist wieder da. Na dann hau mal rein, Ozzy. Ozzy Osbourne. Frag mich bitte nicht, wie die Entwickler auf Ozzy kommen. Aber gut. Mysteriöses Skelett. Und wir sind Level up. Oh Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Ja, kotzt hier alles voll. Was macht man denn hier, wenn man hier keine Schrotflinte hat? Nein!
Gloves is stuffing up, so. Ich glaube, mit der Schrotflinte machen wir am meisten Schaden. Ja, kotzt wieder alles voll mit einem kleinen Scheißgelöser. Bams. From the Pit freigeschaltet. Quest completed. Und wir haben einen raren Stab bekommen. Schön fette Beute hier natürlich. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir auf jeden Fall. Nahkampf wollte ich nicht unbedingt machen. Das ist auch gut. Hier haben wir noch Klauen. Punch Blade of Fire. 107 Schaden pro Sekunde. Das ist schon nice. Können wir mal gucken, ob das nicht doch irgendwie passt. Auf jeden Fall Speere können weg. Die Stiefel sind besser, die Schultern sind Müll. Hm, der Bogen. Ja. Obwohl, bei dem anderen haben wir noch die 7 Frostschaden mit dabei. Die behalten wir dann. Head schicken wir zurück. Finde ich gut, dass im Ladescreen immer angezeigt wird, wie viele unvergebene Punkte man noch hat. Wird man immer gut dran erinnert. Und wir geben jetzt hier noch die Quest ab. Oh. Das ist natürlich nice, was man hier bekommt, aber auch wieder erst für Level 17 und 19. Warum sie das so gemacht haben, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber wir nehmen die Pistole. Und dann erstmal mit dem Portal zurück in die Stadt. What's your business here? Quest abgeben. Und hier kriegt man auch schon wieder so High-Level-Items. Mm-hmm. 52 Leben, auch das klingt doch nett. Müssen wir erstmal wieder ordentlich aufsteigen. Das können wir schon verkaufen. Ja, ich weiß. Das können wir schon verkaufen hier. Oh. So. Zack. Ja, und das war's auch schon wieder mit der eine Stunde Look at Torchlight 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat das Spiel auf jeden Fall gefallen. Macht richtig Bock auf mehr. Lol, hier kann man noch angeln. Oh. Ne, angeln wir nochmal. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Da haben wir einen Fisch gefangen. Haben wir den jetzt auch im Inventar? Jo. Lol. 33% mehr Movement Speed und 33% mehr Attack Speed. Also, das lohnt sich ja richtig, hier zu fischen. Und hier. Hammergeil. Richtig spaßig mal mit dem Fischen. Dauert auch nicht so ewig. Jetzt haben wir Stiefel aus dem Brunnen gefischt. Aber auf jeden Fall, das Game hat mir richtig gefallen. Macht richtig Bock auf mehr. Vielleicht habt ihr es ja auch und spielt es dann. Oder kauft es euch jetzt. Ist ja nicht allzu teuer. Auf jeden Fall eine richtig gute Alternative zu Diablo 3. Macht schon fast mehr Spaß. Also eigentlich macht es mehr Spaß, weil Diablo 3 war ja total der Flop. Und ja, ich würde mir halt noch wünschen, dass es das Torchlight endlich mal auf Deutsch rauskommt. Aber man kann nicht alles haben.
Es ist geil und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao.